Dann als nächstes sogenanntes Antizipationstraining. Da geht es mir darum, dass man, also ich behaupte, man kann antizipieren lernen. Antizipieren heißt ja einfach, die Situation vorausahnen, was passiert als nächstes. Jetzt nur mal ein Beispiel, wenn ich jetzt die Flasche in die Hand nehme und vorausahnen wäre ja jetzt, dass einer von euch weiß, anhand von einem Signal von mir, wo ich dieses Ding jetzt hinschmeißen werde. Und jetzt schaut mal oder überlegt mal, zu wem ich das jetzt schmeiße. Ich schmeiße nicht. Aber zu wem ich schmeißen werde. Zu wem schmeiße ich es wohl? Bitte? Und, genau. Und da, ja, na, aber das ist genau das Thema. Im Fußball, wenn ich eine Technikform durchführe, jetzt angenommen, ich bin der Innenverteidiger, der Rechte und habe einen Ball und spiele zum rechten Außenverteidiger. Was mache ich immer, bevor ich dahin, oder in 95% bevor ich dahin spiele? Ich schaue dahin. Was mache ich dann? Der Ball kommt von links nach rechts. Jetzt schaue ich rüber und was mache ich dann? Muss er den Pass irgendwie spielen, den Ball sehen, schaue runter. Und jetzt ändere ich meine Entscheidung nicht mehr. Das heißt, was kann ich jetzt als Gegenspieler machen? Jetzt loslaufen, weil ich genau weiß, jetzt spielt er mal darüber. Und das ist Antizipieren. Wenn ich jetzt weiß, dass das Signal für den nächsten Pass, ich schaue dahin, jetzt spiele ich hier und dabei bin ich schon unterwegs, dann kann ich mir das Ding holen. Und da behaupte ich, wenn ich handlungsschneller werden will, muss ich erst lernen, die Signale gescheit zu lesen. Und wenn ich weiß, okay, das Signal für Antizipieren beim Pass vom IV auf den Außenverteidiger ist das, er schaut dahin, wo er hinspielt. Eine Ausnahme, ich habe es gerade vorher gehört, ist das der No-Look-Pass. Und das, daher kommt ja auch der Begriff, das wird ja genau da abgeleitet, dass ich sage, ich möchte durch dieses Nicht-Hinschauen das Antizipieren von meinem Gegenüber wegnehmen. Und dazu jetzt diese Übungsform, die ich da entwickelt habe, das heißt, ich habe oben einen stehen, der hat einen Ball, der darf sich mit Ball horizontal zwischen den Hütchen bewegen. Und ich habe unten einen stehen, der ohne Ball, der darf sich auch zwischen den Hütchen bewegen. Dann einen dritten, um den es mehr oder weniger geht, das ist der, der in der Mitte steht, zwischen diesen beiden Hütchen. Und der darf sich auch horizontal bewegen. Der hat aber die Aufgabe, nur anhand der Blickrichtung von ihm da oben festzustellen, wo steht der hintere, beziehungsweise eben diesen Pass zu verhindern. Es wäre jetzt im Spiel die Situation, der Innenverteidiger hat einen Ball, das ist mein offensiver Mittelfeldspieler und das ist der Stürmer und der möchte vertikal durchspielen. Und jetzt, ich kann ja auch nicht die ganze Zeit als 7-8 dann schauen, ja, wo ist jetzt der Stürmer, rechts oder links, sondern ich muss den Fixpunkt hernehmen, ich muss ihm ins Gesicht schauen. Und jetzt kann ich das Ganze noch weitermachen, indem dass ich sage, jetzt mache ich es noch spielnäher. Jetzt brauche ich einen Stift schneller, also ist einer. Dass ich mir jetzt die Situation halt einfach rausschneide. Das heißt, die Situation, die wir gerade gehabt haben, war, Pass vom Innenverteidiger hier auf den Stürmer. Und jetzt bewegt er sich halt hier und möchte diesen Pass verhindern. Jetzt haben wir ja aber vorher gesagt, die Nummer 7 hat sowohl einen horizontalen Fixpunkt, das ist der Innenverteidiger, wo er sich eben rechts und links bewegen muss, und hat aber auch einen vertikalen Fixpunkt, den offensiven Mittelfeldspieler, wo er sich hoch und runter bewegen soll. Und jetzt könnte ich es theoretisch so machen, dass ich sage, so, jetzt schneide ich mal die Situation raus. Ja, den muss ich jetzt noch mitnehmen. Und jetzt kann ich sagen, okay, ich muss den wegantizipieren und vielleicht den wegantizipieren. Das heißt, dass ich hier in die Balleroberung reinkomme. Und so kann ich mir, oder beim Innenverteidiger, das typische Vordecken. Der Stürmer hat den Ball, dann darf ich es natürlich nicht so aufbauen wie hier, sondern dann steht da der Passempfänger, hier steht der Passnehmer und der hat die Aufgabe dann anhand des Blicks und so weiter, den Zeitpunkt festzustellen, wann komme ich vor ihm rein und hole mir die Kugel. Und so behaupte ich, dass ich auch antizipieren lernen kann und auf alles umgemünzt ist, wenn ich mal merke, okay, was sind denn die Signale, worauf muss ich denn schauen, dann kriege ich sogar einen, denke ich mal, der relativ jung ist und wenn ich dem das beibringe, genauso erfahren wie jemanden, der die Situation vielleicht schon 10.000, 20.000 Mal durchgespielt hat und gar nicht weiß, also mir ging es dann wahrscheinlich genauso, dadurch, dass das schon 1.000 Mal bei mir passiert ist, ohne dass ich das wusste, habe ich das schon eben unbewusst wahrgenommen. Und je früher ich das weiß, behaupte ich, kann ich das halt den Spielern, den Kindern früher beibringen. Aufgabe ist, wer steht unten zwischen den weißen Hütchen? Einer muss sich da hinstellen. So, du bewegst dich jetzt hier rechts, links mit Ball. So, und ich muss anhand deiner Bewegung, das ist die horizontale Verschiebelinie, merken, okay, wo ist der andere? Und wenn du dann hochschaust, weiß ich immer, wo der steht ungefähr. Und wenn du passt, musst du ja runterschauen, weil du das Ding kontrollieren willst. Und dementsprechend bewege ich mich dann und versuche den Ball zu halten. Machen wir jetzt einfach mal, okay? Als Test.